Alles klar, und da sind wir schon wieder. So, wir lesen mal die E-Mimus. BF001. Bitte bewahren Sie über die Natur von Produkt BF001 bis auf weiteres Stillschweigen. Wir möchten, dass unsere Tester vorurteilsfrei an die Sache rangehen. Hochachtungsvoll. So, da waren keine weiteren E-Mimus. Mitarbeitervertretung schon wieder, das Rindfleisch. Team Beta testet das Fleisch. Sie schicken uns ihre Berichte und wir behandeln sie hinsichtlich irgendwelcher Kurzzeitauswirkungen im Auge. Ich würde gerne einige Tests bezüglich des Einfrierens bzw. des Auftauens der Erwärmung mit Mikrowellen durchführen. Außerdem wüsste ich gerne, wie schnell das Fleisch nach dem Abtrennen verdirbt. Ja. Es gibt da möglicherweise einige Platzprobleme. Sie waren nicht dabei, als BF01 hier ankam. Es war winzig. Je mehr wir abschneiden, desto mehr wächst nach. Es ist eigentlich gar nicht möglich, eine derartige Masse aufzubauen. Wir haben keine Ahnung, wovon es sich ernährt. Vielleicht von einer übernatürlichen Energie. Oder seine Masse existiert in mehr als drei Dimensionen. Und wenn wir etwas davon abschneiden, verlagert sich mehr davon in für uns nicht wahrnehmbare Dimensionen. Daher das Wachstum seltsam. War das schon drei? Ah, wissen wir, woher Orochi dieses Ding hat? Können wir die langfristigen Folgen des This is Verzehrs only a überhaupt. test. In the Ja. event of a real Abschätzend emergency, verspürt es subjects might Schmerzen, wenn follow das, this man Fleisch von ihm sentence. abschneidet. Wird dieses Schmerzen irgendwo registriert? Gibt es eine ferne Zukunft oder Dimension, in der uns alles, was wir hier treiben, mit aller Macht einholen wird? Ja, verlasst euch drauf. Brayton, was hatten wir bezüglich Ihrer ständigen Fragerei vereinbart? Alles klar. So, was haben wir hier? Ein Wissenschaftler? Okay. Okay. So. Blauer Keycard ist gut. Die Sicherheitstür entriegeln. Das ist nicht diese hier. Aber wir haben doch eine Lore. Zentralen Raum. Okay, das hört sich eher groß an. Ah ja, da ist es. Und wieder das Orochi-Logo. Und hier. So. Tod. Das sollte schwerer sein, aber ne, ihr wisst ja. Okay. Oh, das war's schon. Okay. Eine Hauptmission, echt? Gilt die? Ja. Faustaufzug. Ja, ich will hier aber noch einmal kurz durchgucken. Das kann ja nicht sein. Das ist zu einfach. So. Vor allen Dingen, was ist das denn noch für eine Mission? Da ist noch eine Mission, da ist noch eine Mission. In der Ecke. Achso. Ach, das ist diese hier. Okay. Ohne Cutscene. The time is now 11:11. So, 11:11. Naja, bin ich ja mal gespannt. So. Da könnten wir jetzt raus. Das sollten wir eigentlich auch. Aber ich habe da noch eine Lore gesehen. Oder? Die will ich eigentlich haben. Oh.
da drin und da komme ich nicht rein. Von hier nicht. Von hier nicht. Aber von hier jetzt. Gut. Oh. Siehst du mal, man muss nur beharrlich sein. So. Na, und ich komme auch wieder aus dem alten Weg raus. Ja. Das ist kein Gegner. So. Tja, ich habe ein bisschen ge... You will die back. Or we shall be forced to cancel your life. Das glaube ich jetzt erstmal noch nicht, aber gut. Ich weiß, er hat's vor und... Hm? Ja, 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 Irrgarten. So, dann müssen wir jetzt wohl da lang, oder? Was ist hier? Achso, wir müssen zurück zum Aufzug. Das ist da. Okay, Etage 13. Tralalalalalala. Wieso Faust? Ach so, Faust ist diese andere. Hm. Logo. Aber jetzt könnt ihr doch dieses Gebiet nicht komplett abfrühstücken mit, Welcome to Faust Capital. The Faust Capital is authorized. In the details. Please be still. Special assignment received. Achso, die haben gesagt. Initializing. Ja. Was soll denn das? Ja? Gegenwehr, das war aber nicht geplant. Geht nichts, geht auch nichts. Geht etwas. Und, aha, ein Büro-Memo. Lesen wir das mal. Liebes Team von Faust Capital, Abteilungsbericht. Unser letztes Quartal war fantastisch. Die neue Goethe-Initiative war ein überwältigender Erfolg. Der offizielle Quartalsbericht geht Ihnen per Mail zu. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um ihn zu lesen und sich auf die Schulter zu klopfen. Setzen Sie Ihre gute Arbeit fort. Es ist die Mühe wert. So. Das dachte ich mir, okay. Ich reiche da erst gar nicht aus. Ich muss ja eh alle wegmachen. Da sitzt einer. Super. Der hat sich ein bisschen zu heftig auf die Schultern geklopft. Posteingang. Antwort, Antwort, Antwort. Seltsame Geräusche. Was ist passiert? Sind Sie da? Mhm, gut, da wissen wir jetzt einiges zu. Ja, 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 ja. Das sparen wir uns das nächste Mal. Zwei gesendet. Antwort. Achso, seltsame Geräusche. Haben Sie das auch gehört? Seltsame Geräusche von draußen. Ich sehe mal nach, was da los ist. Es gab einen Sicherheitsalarm. Wir müssen in unserem Büro bleiben. Vermutlich ein Einbruch oder so. Wie sieht es mit Ihrer Etage aus? Eben kam eine Sicherheitsdrohne rein, hat nicht reagiert, soll mich vermutlich beschützen. Jetzt fühle ich mich schon viel sicherer. Ich würde mich jedenfalls nicht mit diesem Ding anlegen. Gut. Papierkorb ist... Entwürfe. Haben Sie meine letzte Mails erhalten? Die Sicherheitsdrohne sagt ständig unautorisiertes Personal, egal wie oft ich ihr meine Karte zeige. Was hat Scho dann gesagt? Oh, nein. Nein, 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 das wollte ich nicht. Ich habe gerade Screenshots gemacht, aber egal. Vier. Papierkorb ist leer, alles klar, sind wir fertig hier. Oh, achso, da kamen wir her. Ich habe mich gerade schon gefreut, da kommen wir nicht raus, da gehen wir hier weiter. Das ist alles recht tot. Und? Na? Da kommen wir nicht, aber dann werden wir hier. Naja. Pum. Im Auge des Taifuns, das ist richtig. Aber warum? Ist da noch irgendwo eine Lore? Na egal. Die Etage untersuchen. Machen wir weiterhin. Da kommen wir nicht durch.
Da kommen wir rein und wieder Nickes. Da ist ein Sicherheitsalarm, aber nichts zu sehen. Naja, so richtig viel Mühe hat sich Funcom hier nicht gemacht. Da ist noch einer. Das ist nicht so wichtig. Komm, sterbt einfach. Ich muss ja, euch ja eh alle wegmachen. So, wir kommen da nicht raus, also müssen wir hier weiter. Das Prinzip ist irgendwann relativ klar. Das sieht nach ein bisschen bossigerem aus, aber... Gut. Na? Hallo, Sexy, komm mal her. Ja, geht doch. Da sind wir rausgekommen. Da geht's hier weiter. Da müssten wir da reinkommen. Oh ja. Ja, ist ja gut. Ich doch gar nicht. Ich sterbe halt. Okay. So. Irgendwo Keycard irgendwas. Sieht nicht so aus. Also gehen wir hier mal weiter. Kein Memo, kein nichts. Da raus geht's. Da rein geht's auch. Ja. So, was machen wir? Wir gehen hier erstmal raus, gucken. Jawohl. Dann gehen wir da rein, gucken. Oh ja. Noch eine Lore. Da muss es aufgehen. Nein. Ah nein, muss es nicht. Ja. There's no way back. Ja, ja. Ich weiß, du kannst auch sowas, was ich kann es aber besser, deswegen bist du jetzt tot. Ein Computer. Vielleicht mal so ein Zugangstunnel, irgendwas? Nein. Schließfach-ID. Okay, das können wir noch nicht, weil wir noch keine Schlupser. Should remain at their desks. Everything is fine. Remain at your desks. Ja, das hält ja nicht aus. So. Wir haben ja den Rechner jetzt schon gefunden mit dem Keycard-Ding. Das heißt, sobald wir... Ah, oh, bist du fertig? Nein. Okay. Okay. Dann gehen wir mal hin. Das haltet ihr nie aus. Das ist einfach... Oh Mann. Oho. Ach, das war auch nochmal was, jawohl. Super, nehme ich. Das heißt, wir haben eine Hauptmission und zwei Nebenmissionen. Mühsam ernährt sich, ne? Und ich habe gar nichts gegen... Aha, erstmal Lore.
Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ah. 2, 5, 8. Ne, die gehen ja alle auf. Aber irgendeine, die verschlossen ist. Oder brauchen wir das 241? Haben wir da welche in der Nähe? 2, 8, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein. Aha. Nee, die ist. Das ist reiner Zufall. Aber wir brauchen es scheinbar nicht. Oder? Lass mich mal gucken. Nö, alles gut. So. Nö. Dahinter verbirgt sich jetzt ein. Kein. Da müsste doch jetzt einer sein. Nee, das ist einfach nochmal da anfangen. Jetzt habe ich das auch verstanden. In Etage Faust 16 fahren. Ach so, genau. Do not panic. Panik. Jo, weil da sind wir durch. Und nochmal Faust. Und Kaffee. Prosit. Und nochmal die Etage untersuchen. Die Mission wird... Ja gut, es ist wirklich schön hier. Gut. Oh, guck mal hier. Eine Aufzug-Keycard finden. Sollte ja so kein Problem sein. Die lassen sich ja auch ein bisschen. Okay. Ja, das ist besser. So. Büromemo. Schon wieder. Wer Casual Friday wird aufgrund des Vorfalls der Woche bis auf weiteres ausgesetzt. Ferner möchten wir Sie daran erinnern, dass sämtliche Fenster mit bruchsicherem Glas ausgestattet wurden. Sollten Sie also selbstzerstörerische Gedanken hegen, wenden Sie sich bitte umgehend an einen internen Berater. Boah, da würde ich ja gerne arbeiten, ne? Aber naja, das ist schon sehr japanisch, zumindest den Gerüchten nach. Ja, also meine Stiefmutter ist Japanerin, also ich bin einen Großteil meiner Jugend mit ihr aufgewachsen. Sie kommt auch wirklich direkt aus Tokio, hat also wirklich so in meinem Beisein Deutsch, und zwar sehr gut Deutsch gelernt. Aber naja... Diese ganzen typischen japanischen Eigenschaften, das ist ein Gerücht. Vielleicht ist das etwas, was gerne so propagiert wird, aber nö. Menschen wie wir mit definitiv einer LR-Schwäche, das ist tatsächlich wahr, aber nicht ganz so, wie es immer gemacht wird. Ganz im Gegenteil. Das ist im Japanischen zumindest der gleiche Laut. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da die Unterscheidung hinzukriegen. Das heißt, es wird einfach verwechselt, aber nicht aussprechen können ist Quatsch. Hallo? Aber wo ist Lilith? Aha. Wieso habe ich hier eine Lore zu Lilith? Das finde ich nur halb witzig. Und keine Keycard. Da kommen wir raus. Da kommen wir nicht weiter. Das ist eine sehr gute Mischung. Da kommen wir rein. Aber auch hier ist erstmal nichts zu finden. Hier müssen wir... The cafeteria is now fully functional again. Enjoy. Okay. Jetzt zu 10 Sekunden Pause und dann nochmal... Enjoy. Das fände ich klasse. Das wäre so ein bisschen gruselig. So, ich komme hier überall einfach so durch. Das sieht aus, als wäre das... Das ist egal.
Ah ja, da ist sie schon. Ich habe sie nicht gesehen, aber sie ist da. Das da ist aber echt jetzt ein bisschen doof, oder? Ne, ich muss noch keine Punkte verteilen. Hier passiert auch gar nicht so viel. Ich nehme mir das eine Lore noch mit. Nochmal Lilith, was ist mit ihr? Ah ja. Also Einzelne sind dann hier schon tot und den anderen die anderen interessiert es nicht. Gut, aber das kann ja nicht alles sein. Da will ich aber auch mal ins Zentrum auf, wenn wir es diesmal nicht müssen. War da irgendwas gelb? Nein. Uhrzeit? Genau. Also nach dieser Folge mache ich eine kurze Pause, begrüße meine Frau. Das scheint aber wirklich nichts zu sein. Das ist also eine... Naja, vielleicht kommen wir mit irgendeiner Rätselmission oder so weiter hier nochmal hin. Kann ja sein. Ansonsten, ne, wir fahren einfach weiter. So, diesmal machen wir das. Bin ja mal gespannt. Der Tower ist wirklich hoch. Ich weiß halt eben nicht, wie viele Stockwerke der hat. See the doors I have to show you. We have here two doors. Behind one is eternal youth. Behind the other is eternal love. Experience life unending or passion unlimited. Which door do you choose? Installments. That kind of immortality tastes like old pennies, but we take our eternities where we can get them. Er hat wirklich gesagt, pleased to meet you, hope you guess my name. Sympathy for the Devil. Rolling Stones. Das Lied, ihr kennt es vielleicht. Ja. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Wesentlich schöner ist die Version von Laibach. Sympathy for the Devil, Laibach. Empfehlungswert. Also mal anhören. Es ist sehr speziell. You know what you're looking for, but that is my specialty. I know the things people don't even know they want. Ist schon klar. Du machst uns hier den großen Teufel und denkst hier, wir werden da total drauf abfahren, ne? Ja. Aber ich habe schon bessere Versuchungen entworfen, als das, was du da so halbherzig hinsaust, liebes Satanchen. Und ich meine, naja, Satan? Ich denke mal, da ist Lilith nicht weit. Bevor du weary pilgrim are two more doors. Behind one is power. Behind the other are riches. To rule your reality with either puissance or wealth, which door do you choose? Tja. Da. Die geht nicht auf. Das ist Power. Ja, Geld brauche ich eh nicht. Ja, so. I know. Literalness is so droll. I could not help myself. Sau witzig. Power. Yes, my name?
Ja. The Hebrews call me distributor. They also call me liar. Well, they actually called me falsehood plasterer, but I remember it being prettier when they said it. Oh, war da was Gelbes? Wieso sehe ich dauernd gelbe Sachen, die nicht da sind? Also jetzt nicht im Privatleben, sondern, ne? Ja, lass mich raus. Nichts. The Greeks called me not light loving. It was definitely prettier when they said it. Ja, danke schön. Ja, 17 Namen, ist ja gut. Ich meine, hallo? Es ist doch recht klar, wer du bist, also lass mich mal in Ruhe mit dem Blödsinn, ne? Submitted for your consideration two final doors. Behind one lies knowledge, and the other is musical talent. Do you feed the mind or the soul? Which door do you choose? Musikalisches Talent habe ich sowieso. Ich kann eh nicht singen und alle anderen instrumentalen Wissen. Musik. Es ist, glaube ich, ziemlich egal. I can offer humanity all knowledge to link all the disassociated bits. Ein Rätsel. Actually, it already happened. They've seen the internet. Just look at what they've done. Du hast nicht gehört und hörst nicht. Du hast mich gehört und hörst mich erneut, dann vergehe ich, bis du mich aufs Neue ruhst. Was bin ich? Echo. Danke für Ihre Antwort. Gut. Rätsel 2. Ein reicher Mann braucht mich, ein armer Mann hat mich und wenn du mich isst, stirbst du. Nichts. Entschuldigung, also das ist nicht gespoilert, das sind so uralte Dinger, also ne, die kann ich wirklich aus dem FF. Achso, ja, schön. Wir haben uns unterhalten, sie sahen meine Possen, wie lautet wohl mein Name? Lilith? Really, I'm just a facilitator. I join disparate bits of reality. I have a proposition for you. No, not a wager. There are still wise old men living who will tell you to never bet me your head. So. Das war jetzt alles beim ersten Versuch und ich schwöre, ganz, ganz, ganz aufrichtig, ich war nicht vorbereitet. Wuhu! This is the point. I'm unkindly portrayed. I always play fair. I give warning. I read every bit of fine print aloud. I told Johann what he was getting into. I even warned him not to do it. What's now in the face of eternity? But they all go through it anyway, just like you. Yeah. I apologize. I really do. I hate brutishness. Yeah. I despise rudeness. And you have been such a wonderful guest. Aber ich weiß doch, wer. I owe my own favors. There are contracts that bind me. Some ale says that you are to go no further. I am more sophisticated than this, and you deserve better, but this will get brutish. So. Wo kommt die Stimme her? Na, wo geht's denn da noch rein? Hier. Achso, das war der Rätselraum. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Das haben wir doch alles schon gesehen.
Jetzt merkt man auch, ja, ich bin tatsächlich nicht vorbereitet. Haben wir die Batterie? Nein, das übliche Batterie. Ah, Moment. Da habe ich doch eine Idee. Die war dann schon für irgendwas. Einfach nur eine Überlegung. Ja. Wieso ist jetzt offen? Es war falsch, aber egal. Natürlich, es war der Teufel. Ja, genau. Wie das war's? Okay, die Manticore Keycard. Wo haben wir die? Na, wo liegt sie denn? Da liegt sie ja. Okay, Folge vorbei. Und genau, mache eine kurze Pause. Also erstmal Ende der Folge.